Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der Version 1.022. Da wir gestern ja zwei Challenges auf einmal gemacht haben, nämlich die Slow Wall Challenge und die Computer Savvy Challenge, ich habe sie glaube ich einfach nur Computer Challenge genannt, kommen wir jetzt zur Waka Waka, Waka 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 Challenge mit einer geilen Joker Card, die habe ich glaube ich noch nie gesehen und wir sind blau. Gut, wir sind ein kleiner Schlumpf, das ist sehr witzig. Und, lol. Yo, die bleiben einfach hängen, bis ich loslasse. Ja, wie cool ist das denn? Oh Gott, okay, das wird schlimm. Was haben wir denn sonst noch so? Ja, wir haben diesen Magneten, von dem ich nicht weiß, was er macht. Er macht wahrscheinlich, dass unsere Tränen so schwärzlich werden. Ach doch, irgendwann gehen sie auch automatisch los, oder? Ja, irgendwann gehen sie auch automatisch los. Okay, das ist auch gut zu wissen. Gut, oh Gott, das kann was werden. Ich kann natürlich auch jedes Mal einfach so drücken, dann schießen wir automatisch los. Aber das ist quasi wie die Schokoladenmilch, nur schwächer. Was sind das für Räume hier? Schluss ist wieder, wenn wir Mom besiegt haben. Und... Aua. Sterbt! Ah, die können einfach gegenlaufen! Ja, geil! Oh! Ach wart, die werden angezogen von unseren Tränen. Deswegen war auch eben der kleine Scheißhaufen so schnell. Ah. Ja, das ist cool. Wenn die davon angezogen werden. Oh, das hätte ich schlauer machen können. Da oben wird nämlich garantiert der Geheimraum sein, hier. Dann hätte ich... Okay. Okay, einfach ein Dings verschwendet, macht nichts. Ja, der wird einfach davon angezogen. Wie geil ist das denn? Gut, dann wissen wir auch, was dieses schwarze Magnetding über unseren Kopf macht. Und hier haben wir Monstro. Genau, geh einfach mal da rein. Ist vollkommen okay. Voll geil. Piu. Piu. Ich mag diese Tränen. Jo, wie er einfach durch den Raum schlittert. Wir können ihn einfach die ganze Zeit im Kreis packen, Dingensbumsen. Ah, niemals kommst du an uns ran. Und Items werden davon auch angezogen. Wie witzig das aussieht. Los, komm her, hier. Wie einfach mitschlittert mit den Tränen. Oh, Tränen. Nam, 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 nam. Das sieht so sauscheuert aus. Als wenn man den kleinen Leckerlis dahin packt und er läuft da hinterher und frisst sie alle. Nam, nam, nam. Oh, jetzt ist er tot. Der Arme. Wir kriegen eine Spritze. Speed und Damage Up. Oh, Damage Up ist natürlich cool. Los, Herzen, geht da oben hin. Da oben. Da oben. Da oben. Nicht zu mir. Na gut, warte. Los, Herzen. Kommt mit. Ich hab Spaß daran. Oh. Ja, wir würden bekommen die Todessense. Habe ich mal so frei übersetzt. Wir sehen eklig aus, aber macht. Wir sehen aus wie so. Ja, gut. Okay, macht nichts. Egal. So. Ja, die Todessense, die auch. Die auch der Tod benutzt, wenn er gegen uns kämpft. Die, der dann immer spawnt. Dieser weiße Reiter. Ich glaube, der war weiß. Ja, ich glaube schon. Da hat er immer vier Sensen oder so spawnen lassen. Wie schnell die auch etwas werden. Die einen dann verfolgen und Schaden machen. Und die würden wir dann hier mit dieser Challenge auch freischalten. Das wäre dann gleichzeitig ein Damage-Up und ein... Ja, halt andere Tränen. Und zudem haben wir noch eine Partyfly bekommen. Sehr schön. Los, geht alle da rein. Sie laufen quasi in ihr Verderben. Oh, ihr armen kleinen Wesen. Hättet ihr einen Kopf, dann würdet ihr es bestimmt nicht machen. Oh Mann. Okay, die Challenge ist aber wieder witzig. Nachdem die letzten Challenges entweder langweilig waren, so wie die Beans Challenge oder eine andere Challenge. Toll, zweimal Bad Gas. Oder wo wir einfach viel zu OP sind, ist diese Challenge mal wieder witzig. Da hat er sich was Gutes einfallen lassen. Die netten Entwickler. Das sieht so witzig aus, wenn die einfach die ganze Zeit da so blöd... wenn die da so blöd rumhantieren. So, ja, schön. Wir sehen schon so aus, als wenn wir komische Pillen nehmen würden. Und daher passt das. Ja, geht alle zu meinen Tränen. Oh Mann.
So, wir hätten einen Schlüssel, aber nicht genug Geld. Oh, wie schnell wir sind. Und zweimal Larry Junior. Au. Einfach immer da rein. Ich kann die quasi die ganze... Au. Wie schnell der einfach war. Ich kann die ganze Zeit einfach gedrückt halten. Ich muss nicht mal... Ich muss die nicht mehr abschießen. Was ist das? Hier ist ein Shot-Speed-Up. Yay! Los, mein AB! Das ist hammer-nice. Die ist die same Ace. Aber ich habe die Befürchtung, dass die Challenge wieder viel zu kurz ist. Hallo! Oh, jetzt bist du noch schneller, deswegen... Oh, fuck. Ja, laufen alle rein. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir noch zweimal Bad Guys. Oh, Mann, wir müssen die mal schnell einsetzen. Haha! Oh, ne, doch, wir haben getroffen. Sehr nice. Pow! Wow, hat gar nichts getroffen. Au! Los, fliegt da alle rein. Ach, die bewegen sich nicht. Das ist ja blöd. Die bewegen sich nicht. Kann ich den hier irgendwie ranziehen, da durchglitschen lassen? Komm. Komm, du Pille. Komm her hier. Geht das echt nicht? Ich hätte dich gerne. Ah, dann nicht. Blöde Pille. Nehmen wir halt unsere Badgas-Pille mit. Komm her, kleine Badgas-Pille. Komm mit, kleine Badgas-Pille. Hierher. Komm. Oh Mann. Hallo. Wow. Hi. Oh Gott. Yo. Was geht denn bei euch ab? Wie sie alle auf meine Tränen stehen. Ah, Tränen. Ja, wir lieben Tränen. Was haben wir hier? Tour of Clubs hat die Bomben verdoppelt, genau. Die Bömmchen. Haha. Jo. Ich finde das richtig nice gerade. Ich mag das. Okay, euch mag ich nicht. Ihr könnt euch nämlich nicht bewegen. Gut, dann machen wir das so. Na. No. Die muss man langweilig besiegen. Das ist ja doof. Haha. Los, Spinne. Komm. Komm her. Kommt alle in meine Tränen rein. Ich mache einfach einen Kreis um mich rum und dann kann mich keiner mehr treffen. Nee. Für dich haben wir leider noch keine Herzen. Tut mir leid, kleiner Bettler. Interessant, diese eine große Fliege kann uns also auch keinen Berührungsschaden machen, wie ich das gerade gesehen habe. Das ist auch gut zu wissen. Und da hätten wir schon den Boss. Was ist das für ein Raum? Wieso ist der so klein? Und da hallo! Da hat mir jemand geschrieben, dass sein Hollow sogar 8 Dinger lang war. Sein Hollow war 8 Dinger lang. Au! Noch ein Tiersub und Schuss. Oh Gott, wie schnell wollen wir denn noch schießen? So schnell können wir uns gar nicht bewegen. Wollen wir dem Bettler noch was geben? Komm, wir geben dem Bettler ein bisschen... ein bisschen von unseren Herzen. Wir wollen ja nicht so herzlos sein. Guck, er gibt uns sogar eine Pille dafür. Mit einem Tiersub. Und weil wir zu faul sind, da oben hinzulaufen, um das Herz zu holen, gehen wir einfach so weiter runter. Oh oh, wenn das mal nicht mehr tot war. Ja, wird schon nicht sein. Wir haben ja unsere Fliege und können richtig schnell einfach schießen. Oh, wir haben nichts getötet. Das ist natürlich schlecht. Und jetzt. Alle mal an die Wand stellen und ich schieße euch ab. Oh Gott. Jo, wie das einfach aussieht. Ja. Au, ey. Wie die einfach da alle hinbacken, glitschen, was weiß ich, hinsliden. Warte, war da ein Herz? Können wir das einsammeln? Oh, das ist sogar ein ganzes Herz. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Aber ich bin zu faul, da hinzugehen. Herz, du kommst zu mir. Dankeschön. Wollen wir jetzt schon zum Boss? Nee, komm. Sonst geht das wieder viel zu schnell vorbei hier. Wir machen noch kurz ein paar Räume. Oh, bei Mom wird das aber schlimm. Gib mir die Pille. Nein. Oh, toll. Jetzt haben wir noch 1,5 Leben. Gut, dann suche ich noch mal kurz ein Herz irgendwo.
Irgendwo wird schon ein Herz sein. Oh oh. Oh oh. Wow, jetzt sterbe ich einfach noch, oder was? Ich hätte gern ein Herz. Oh nein, die werden mich töten. Die werden mich töten. Gib mir das blaue Herz. Shit. Ich sterbe einfach. Yo. Stirb bitte einfach und gib mir ein Herz. Danke. Oh, fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Oh, so war das aber nicht geplant hier. Warte, wir gucken nach einem Geheimraum. Hier kann er nicht sein. Dann kann er da rechts auch nicht sein. Er kann aber hier sein. Oh, ich bin so dämlich. Der konnte hier unten jetzt nicht sein, weil in dem einen Raum... Ah, nur Geld. Das ist natürlich nicht gut. Weil in den einem Raum hier unten war so eine Klippe und Geheimräume können nur, also die normalen Geheimräume können nur da sein, wo man von jeder Seite des Geheimraums auch rankommt, ohne über eine Klippe oder so springen zu müssen. Da darf auch kein Stein oder so vor sein, weil dann kann da keiner sein, kein Geheimraum. Ja, ja, so ist es. Herz, kein Herz. Hoffentlich in irgendeinem Feuer. Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, wir hätten gleich zum Boss gehen sollen. Dann hätten wir auch volle Herzen gehabt, fast. Nicht treffen. Nein, danke. Ich hätte noch gern ein Herz. Sterbt. Ich mag euch nicht. Ach komm, gib mir doch ein Herz, bitte. Bitte, ein Herz für den Dizzy. Naja, immerhin eine Bombe. Ja, das sieht einfach viel zu witzig aus. Oh Gott. Bitte nicht treffen. Danke. Einfach meinen Tränen folgen. Einfach den Tränen folgen. Dann ist alles gut. Da ist ein Shop. Da können wir auf jeden Fall Herzen kaufen. Komm mit, Bombe. Komm mit. Bombe, komm mit. Sehr gut, dankeschön. Ja, ein Herz und eine Tasche. Was macht die? Ist das die Tasche? Oh, da war ein rotes Feuer, habe ich gar nicht gesehen. Ist das die Tasche, die uns zwei Twinkets tragen lässt? Oh, noch ein Tiersub. Hä, ist das jetzt voll? Nee, immer noch nicht. Krass. Die können sich einfach auch bewegen. Was ist da los? Gut, wir haben volle Herzen. Jetzt können wir auf jeden Fall mal zum Boss gehen. Jetzt haben wir auch mal endlich wieder in einer Challenge die ganze Ebene gemacht. Hatten wir ja auch lange nicht mehr. Und wir haben den Boss noch nicht mal besiegt. Ach ja. Ja, immer den Tränen. Oh Gott, du bist schnell. Leer als wir, obwohl wir ganz viel Speed-Up haben. Komm hier in die Ecke. Komm. Oh. Okay. Jo. Wie die einfach abgehen. Gut, wir kriegen noch ein HP ab und können dann auch in die vierte Ebene gehen. Ist doch die vierte, oder? Ne, die fünfte schon. Oha. Oha. Wir sind schon in der fünften Ebene. Wir können in den Challenge-Raum für zwei Schwarz... Die werden auch einfach angezogen. Wie witzig ist das denn bitte? Es wird einfach alles angezogen. Au. Aber wie schnell einfach diese ganzen Dash-Gegner werden. Yo, was sind das denn? Ach so, das sind die, die man nicht sieht. Wo bist du? Da bist du. Hä? Nur zwei? Warum denn nur zwei? Aha, der wird aber nicht angezogen von den Dingen. Yo, halt noch mehr aus, du Herz. Oh, natürlich lässt er noch fliegen. Da, Blödmann. Los, ab in die Tränen mit dir. Ihr auch. Alle in die Tränen rein. Alle. Sehr schön. Nein, Schlüssel, du kommst zu mir. Ich komm garantiert nicht zu dir. Das kannst du mir mal. So was mache ich nicht. Wie? So ist der nicht gestorben. Fragt man sich da doch. Oh, wir sehen aber richtig traurig aus.
Nicht traurig sein. Du hast zwar ein sehr hässliches Gesicht, aber das passiert doch jeden Mal. Oder so. Mutti! Los, komm her! Komm, egal wo du hingehst. Bist eh sofort tot. Warte, den würde ich gerne nochmal da gucken lassen. Ob da ein Geheimraum ist, wenn er bis hierhin schießen kann. Komm, schieß hierher. Hierher. Hallo? Quatschspeier? Please? Ups. Egal, wir gucken trotzdem. Oh, nö. Na gut. Na gut. Nochmal Glück gehabt, Ratschspeier. Kommen wir da ran? Irgendwie? Nee. Okay. Okay, kleine Münze. Diesmal hast du gewonnen. Du darfst da bleiben. Jung. Ich finde das witzig, wie die alle in ihr Ende laufen. In ihr Verderben, wollte ich sagen. Aber mir ist nur Gederben eingefallen und Gederben war auf jeden Fall falsch. Hallo. Ja. Alles für dich. Geld, komm her. Bombe, du auch. Danke. Ich hätte gern die Pille und außerdem kann da noch der Geheimraum sein. Und ein Herz ist da auch noch, falls wir Leben verlieren sollten. Und Tier ist dann. Okay, das war nicht gut. Aber unser Tier-Sub ist immer noch hoch genug. Unser Tränen-Output. Und natürlich ist der Boss in der letzten möglichen Ecke versteckt. Aber das macht ja nichts. Krass, wie groß ist denn bitte die Ebene? Die ist ja riesig. Was ist da los? Wieso ist die Ebene so riesig? Münze, Münze, komm her. Danke. Wie wir einfach nicht zu den ganzen Items hinlaufen müssen. Oh nee, das war jetzt irgendwie doof. Au. Shit. War ein Herz? Da war ein halbes Herz immerhin. War sonst noch irgendwo ein Herz da oben? Gut, laufen wir nochmal den Weg zurück. Ich hätte gern das Herz. Wenn man denn da rankommt. Ne, im Shop war Greed drin. Aber das Herz... Achso, da komme ich gar nicht ran. Aber ich komme an das hier ran, immerhin. Gut. Gut, gut, gut. Dann hat sich das ja doch wenigstens ein bisschen gelohnt, das aufzusprengen. Piu, 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 piu. 1, 2, 3, piu. Piu, 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 piu. Psch, piu. Boah. Voll die Superattacke. Piu. Hä? Kann man das nicht auch irgendwie ein bisschen schräg machen? Yeah. Das ist witzig. Das gefällt mir. Hallo Boss. Na, schon wieder du. Wieso kriegen wir den so fucking oft? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, aber mit diesen Tränen ist er jetzt irgendwie überhaupt nicht schwer. Aber wahrscheinlich trifft er uns trotzdem. Wir haben ihn einfach über seine Steine rüber kicken lassen. Haben ihn einfach rüber geschliffen. Wir haben genug Bomben, das heißt, wir machen hier mal kurz alles auf. Kriegen hier noch ein AP ab. Und Damage ab. Oh. Leider war nichts in den in den blauen Dingern drin. Das kriegen wir hier noch. Ein paar Pillen. Eine Amnesia, ja gut. Ist egal. Und Paralyse ist auch egal. Und du auch egal. Gut, das heißt, wir haben einfach zwei blaue Herzen bekommen. Und gehen in die nächste Ebene. Go, go! Marm-Ebene! Diesmal müssen wir auch nicht schneller sein als die Zeit. Mussten wir auch die letzten Male nicht, aber ich wollte gern schneller sein als die Zeit. Die sind ganz schön groß geworden. Also das Damage-Up hat auf jeden Fall nochmal was gebracht. Plum. Na, ich vergesse immer wieder, dass man noch gegen die Gegend laufen kann, wenn sie noch leben. Den Scheißhaufen hier sollten wir nicht kaputt machen, den Regenbogen-Scheißhaufen, weil da einen voll heilt. Den sollten wir erst kaputt machen, wenn wir viele Leben verlieren sollten. In dieser Ebene noch irgendwo. Wüsste zwar nicht wo, aber ist ja möglich. So,
haben wir hier? So, Hierophant gibt uns auf jeden Fall zwei blaue Herzen nochmal. Und Credit Card. Oh, Entschuldigung. Die haben wir freigeschaltet in einer alten, in einer anderen Challenge. Und mit der kann man sich alles kostenlos kaufen. Sowohl Devil Deals, aua, als auch alles im Shop. Wenn wir also noch einen Shop finden sollten, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich hoffe, wir finden noch einen Shop irgendwo. Shop. Irgendwo auf dieser Ebene wird bestimmt ein Shop sein. Au. Komm her, Schlüssel. Da ist ein Shop. Aua. Und The Stars. Hat The Stars eine... Ah, egal. So, und wenn wir jetzt die Credit Card einsetzen, dann ist alles umsonst. Es gehört alles uns. Hat uns zwar jetzt nicht so sonderlich viel gebracht, hätte beim Devil Deal mehr gebracht, aber da wir sowieso schon in der Marm-Ebene sind, konnten wir das nicht besser einsetzen. Und wo hat dein The Stars jetzt hingeschickt? Aha, einfach irgendwo hin, oder wie? Jo, jo, kommt noch schneller. Die kann man berühren? Okay, das wusste ich nicht. Die kann man berühren. Ja, auch cool. Diese Typen, die sich aufhängen, kann man also auch berühren. Das ist ja richtig blöd, wenn man die hin und her schiebt dann. Wenn sie ihren Laser machen, dann machen sie den einfach über den ganzen Raum. Boah. Boah. Hier liegen so viele Herzen rum. Hier können wir alle gar nicht gebrauchen. Komm, machen wir die Truhe einfach nochmal auf. Wir haben's ja. Noch ein Herz. Ja, super. Super doll. Boah, aber mit dem muss man echt aufpassen, mit diesen Tränen. Wir können einfach den ganzen Raum damit füllen. So. Ein Smiley oder so. Nein, das war kein Smiley. Nicht wirklich. So. Hallo, Mutti. Hast du mich vermisst? Sogar Mutter wird so ein bisschen bewegt. Sogar die Tür da. Wie witzig ist das denn? Hm. Ja komm, mach deinen Fuß, dann wirst du... Die Tür! Habt ihr da oben... Guck mal! Die ist gar nicht mehr in ihrer Verankerung da drin. Los, die Tür, komm her! Jo, wir ziehen sie raus! Mutter, wir ziehen dich raus! Komm her, wir retten dich! Das sah witzig aus. Komm, wir machen noch die ganzen Dinger hier kaputt. Oh, wir brauchten 46 zu lang. 46 Sekunden zu lang. Nix drin gewesen. Aber voller Herzen haben wir diese Challenge auch geschafft. Und kriegen die Death's Touch. Die Todessense. So, dann brauchen wir nur noch zwei weitere Challenges und dann widmen wir uns wieder den normalen Ones. Ja, 25 Minuten ist okay. Da brauche ich dann keine zweite Challenge nochmal zu machen heute. Nicht so wie gestern. Dann kommt als nächstes The Host und dann noch The Purist. Ich glaube, The Purist ist sogar weiter als Mom. Und das ist sogar unterstrichen und größer als die ganzen anderen. Naja, bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wie die Mom-Kills einfach nicht gezählt werden, voll unfair. Tja. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.